Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Alessa von Nails by Lessie und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Gumgel von Blue Sky Nails eure Nägel ganz einfach verlängern könnt. Heute benötigen wir die Gumgel Applikationstipps, Basecoat und Topcoat, Cleanser Wipes, Pinsel, Pusher und ein Holzstäbchen, natürlich das Gumgel, flüssiger Cleanser, und Buffer und Pfeile und natürlich eine UV- oder eine LED-Lampe. Als erstes bringen wir unsere Naturnägel in eine gleichmäßige Form. Jetzt nimmst du dir den Pusher zur Hand und schiebst deine Nagelhaut vorsichtig, aber mit leichtem Druck nach hinten. Natürlich kannst du statt dem Pusher auch ein Rosenholzstäbchen verwenden. Als nächstes mattieren wir den Nagel mit dem Buffer leicht an, sodass der Nagel nicht mehr glänzt. Nun reinigen und entfetten wir unseren Nagel mit einem Cleanser Wipe. Vergiss auch deine Nagelränder nicht, hier bleiben schon mal gerne Staubreste zurück. Jetzt tragen wir eine Schicht von unserem Base Coat auf. Den Basecoat lassen wir 60 Sekunden in der LED-Lampe aushärten. Wähle nun die richtige Tippgröße für jeden Nagel aus. Solltest du eine Zwischengröße haben, wähle den größeren Tipp und feile ihn passend. Nimm nun den passenden Tipp zur Hand und trage eine kleine Menge Gumgel auf den Tipp auf. Verteile das Gel mit Hilfe des Holzstäbchens grob im Tipp, sodass im oberen Bereich bis zur Stelle, wo später die Nagelspitze sein soll, keine freie Stelle zu sehen ist. Wenn du das Gumgel grob verteilt hast, nimm dir deinen Pinsel zur Hand, tauche ihn leicht in deinen Cleanser und streiche das Gel glatt. In diesem Schritt solltest du alle Unebenheiten herausarbeiten und schauen, dass das Gel an allen Stellen gleichmäßig verteilt ist. Nun drückst du den Tipp vorsichtig mit dem Gel auf deinen Naturnagel. Es ist übrigens gar nicht schlimm, wenn das überschüssige Gel an den Seiten herausquillt. Nimm dir dann einfach nochmal deinen in Cleanser getränkten Pinsel zur Hand und entferne das überschüssige Gel. Wenn jetzt alles gut und gerade am Nagel ansitzt,
kannst du das ganze 60 Sekunden in der LED-Lampe aushärten. Nach dem Aushärten kannst du den Tipp entfernen, das heißt, du musst einfach ein bisschen an den Seiten drücken und dann sollte sich der Plastiktipp vom Gel ablösen. Das Ganze machst du jetzt nach und nach für jeden Nagel. Übrigens kannst du dir natürlich selber aussuchen, ob du das Gammgel direkt aus der Tube auf den Tipp aufträgst oder wie ich dir ein Holzstäbchen zur Hilfe nimmst. Wenn wir nun alle Nägel mit dem Gammgel verlängert haben, buffern wir alles noch einmal ab, um die überschüssigen Gelreste zu entfernen. Anschließend nimmst du dir nochmal die Feile zur Hand und bringst die Nägel in die perfekte Form. Natürlich entsteht hierbei wieder viel Staub, deswegen pinsel ich alles nochmal ab und zusätzlich gehe ich persönlich immer nochmal mit einem Cleanser Wipe über die Nägel.
Wir tragen nun den Topcoat auf. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, jetzt als Zwischenschritt noch einen Farblack aufzutragen. Das bleibt jedem selber überlassen. Ich habe mich heute für die natürliche Variante entschieden. Somit tragen wir jetzt den Topcoat auf. Das Ganze lassen wir jetzt natürlich noch mal 60 Sekunden aushärten. Beim Aushärten des Topcoats ist wieder die Schwitzschicht entstanden. Die entfernen wir wieder mit dem Cleanser Wipe. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und wie immer findet ihr alle Produkte auf www.blueskynails.de.